Karnivoren sind alles Sumpfpflanzen, Moorpflanzen. Das heißt, die wollen von unten immer richtig nass haben, aber oben die Pflanze schön in der Sonne. Und deswegen ist ein Teich genau das richtige Habitat. Und da kann man fleischfressende Pflanzen wunderbar integrieren. Eine Möglichkeit, die wir euch heute vorstellen wollen, ist quasi so ein bepflanzter Teichpflanzenkorb, den man wunderbar in den Teich einbringen kann. Komplett einfach ist, man hat wirklich kaum Pflege damit und es ist ein absolutes Highlight am Teich und zieht natürlich die Blicke auf sich. Total einfach zum Nachmachen und die Bauanleitung gibt es jetzt. Viel Spaß damit! Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin Matze und heute also wieder ein sehr spannendes Thema, Karnivoren im Teich. Und wir wollen auch direkt loslegen. Und am einfachsten geht es natürlich mit so einem Teichpflanzenkorb. Ein Teichpflanzenkorb gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen, Formen. Es gibt runde, eckige, kleine, große. Es gibt auch noch größere. Es gibt so oval gebogene. Es ist aber völlig egal, was für eine Form der hat oder wie groß der ist. Klar, in einen kleinen machen wir natürlich weniger Pflanzen rein, vielleicht nur eine. In so einen größeren hier, da machen wir 3 rein, 4, 5, 6. Je größer, je mehr Pflanzen können wir nachher auch reinbringen. Und diesen Korb füllen wir einfach nur mit reinem Weißtorf auf. Den habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Wichtig ist beim Torf, dass der vorher nass gemacht wird. Und es muss halt Weißtorf sein, also bitte auf gar keinen Fall Teichpflanzenerde nehmen. Die ist nämlich viel zu nährstoffreich. Und Karnivoren mögen ja alle ein saures Milieu, nährstoffarm. Und deswegen müssen wir Weißtorf nehmen. Der soll auch ungedüngt sein, also bitte auch keine Rhododendronerde, Azaleenerde oder Moorbeeterde. Das ist alles nicht geeignet, einfach nur purer Torf. Auch nicht den Schwarztorf, der ist zu stark gesetzt, sondern wirklich nur den reinen Weißtorf. Der ist sehr sauer, der hat so einen pH-Wert von 3 bis 4 etwa. Muss man sich aber auch keine Sorgen machen um den Teich, weil in der Regel ist der Teich ja ziemlich groß und die bisschen Menge Torf, die wir hier einbringen, das schadet also den Pflanzen oder den Fischen oder Tiere, was im Teich drin sind, absolut nicht. Im Gegenteil, der Torf macht auch noch eine gute Wasserqualität. Wobei, wie gesagt, von so ein bisschen Torf merkt ihr da in dem Teich gar nichts. Das ist, geht also komplett unter nachher. Und jetzt nehmen wir unseren Korb und füllen den einfach mit diesem nassen Torf auf. Das ist wichtig, dass wir den vorher nass machen, weil sonst schwemmt der nämlich nachher hoch im Teich. Das wollen wir ja nicht. Ihr müsst euch hier auch keine Sorgen machen, dass der irgendwie aus diesen Ritzen hier rauskommt, weil der bleibt da fest dahinter. Also da passiert auch nichts. Bitte nicht mit Gewalt reindrücken so. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen es schon ein bisschen locker haben. Deswegen wird er nur so ganz leicht ein bisschen angedrückt. Und dann füllen wir hier unseren Korb auf. Und dann kann man eigentlich schon direkt zur Bepflanzung übergehen. Aber wir schauen uns vorher nochmal so ein bisschen die verschiedenen Pflanzen an. Welche eignen sich überhaupt alle dafür? Was können wir da alles einbringen? Weil es soll ja nachher auch schön winterhart sein. Weil dieser Korb ist ja nachher komplett im Teich integriert, bleibt das ganze Jahr drinnen. Deswegen natürlich die winterharten Sachen. Und da haben wir jetzt hier schon so ein bisschen was vorbereitet. So eine kleine Auswahl. Und da schauen wir jetzt mal im Detail drüber. Am imposantesten sind natürlich die Schlauchpflanzen, weil die werden schön groß. Die gibt es in einer großen Formenvielfalt, in verschiedenen Farben. Und die machen natürlich am meisten her, sind natürlich nachher das Highlight am Teich. Und bei den Schlauchpflanzen ist es jetzt so, die wachsen ja alle in den USA und kommen so vom nördlichen Florida vor. Und das Verbreitungsgebiet erstreckt sich so die ganze Ostküste entlang. Bis hoch nach Kanada tatsächlich. Und dann gibt es im kanadischen Raum oben noch Sarracenia purpurea, die wir hier vorne haben, die auch sehr verbreitet ist. Und im Teich haben wir natürlich immer sehr harte Bedingungen. Deswegen muss natürlich auch alles richtig winterhart sein. Und es ist jetzt so, die Arten, die jetzt aus Florida unten kommen, die sind natürlich nicht so robust wie die Arten, die jetzt weiter nördlich vorkommen oder bis Kanada hoch. Und richtig winterhart, das sind halt vor allem Sarracenia oreophylla, haben wir hier eine, Sarracenia purpurea aus Kanada und Sarracenia flava, das sind diese gelblichen hier. Sarracenia flava würde ich bevorzugt die Standorte nehmen aus South Carolina, North Carolina und Virginia, weil die sind super winterhart und die fühlen sich im Teich auch richtig wohl. Also Purpurea, Oreophylla und Flava, die drei Arten, die richtig winterharten, die nimmt man am besten so für den Teich. Und da schauen wir mal so ein bisschen genauer hin. Wir haben jetzt hier, das ist eine Sarracenia Flava, Variante Cuprea. Die haben diesen kupferfarbenen Deckel hier oben. Auch so der Schlauch hat so einen leichten Rottouch, sieht auf jeden Fall sehr attraktiv aus. Und die Cuprea, die Form Cuprea, kommt hauptsächlich so in North Carolina vor. Hier haben wir eine Art aus Virginia, das ist Flava, Variante Flava.
Die kommt jetzt aus Dinwiddie und die Virginia-Arten, das sind immer was sehr Besonderes, weil in Virginia gibt es keine natürlichen Standorte mehr von Sarracenia flava. Die gibt es halt nur noch in der Kultur, haben sich da aber erhalten. Absolut robust, super winterhart und ideal geeignet für so einen Kübel. Hier haben wir noch eine aus South Carolina. Das ist eine Flava-Variante Ornata. Die hat dann viele so Adern drauf. Sieht auch sehr hübsch aus und die Flavas, die werden halt alle sehr hoch. Also die können schon so bis 1 Meter hoch werden. Wobei man jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, im Freiland erreichen sie das eher nicht. Aber ich sage mal so 60 bis 80 Zentimeter sind auf jeden Fall realistisch. Ist natürlich auch noch so ein bisschen klonabhängig. Manche werden halt besonders groß, andere ein bisschen weniger groß. Aber so 60, 70, 80 Zentimeter kann man im Freiland schon erwarten bei so einer Sarracenia flava. Gucken wir mal weiter. Sarracenia oreophylla, das ist die hier. Oreophylla, die kommen hauptsächlich so aus Georgia, wachsen dort aber höher, eben so in höheren Lagen. Da hat es auch viel Schnee und deswegen sind die auch super winterhart, ist die zweitwinterhärteste Art überhaupt. Oreophylla ist eher so halbgroß, also so wie hier, in der Regel wird die so 30, 40 Zentimeter hoch. Es gibt dann auch noch so ein bisschen Giant-Formen. Die können auch mal ein bisschen größer werden, so 50, 60 Zentimeter, aber normalerweise so 30, 40 ist also was Halbhohes. Die gibt es in ganz grün, die gibt es aber auch als Variante Ornata, wo die dann so eine Aderung drauf hat. Sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Die kleinen hier unten, die roten hier, Sarracenia purpurea, die hat auf jeden Fall das größte Verbreitungsgebiet. Die kommt nämlich tatsächlich von Florida, die Ostküste entlang hoch bis Kanada und dann in Kanada nochmal groß verbreitet. Also von den Sarracenia auf jeden Fall das größte Verbreitungsgebiet, aber nicht alle sind sehr winterhart, weil gerade die Art Subspezies venosa oder Variante burkii, die dann in Florida unten vorkommen, die sind nicht so robust. Und wir brauchen wirklich Sarracenia purpurea, Subspezies purpurea oder auch die purpurea Subspezies venosa, die wo nördlich vorkommen, so North Carolina und so. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Venosa aus North Carolina, die hat so einen welligen Rand hier. Purpurea bleibt immer sehr flach am Boden, wächst eher in die Breite, ist aber auch immer schön rot ausgefärbt. Also das gibt immer einen ganz tollen Kontrast vielleicht zu den Flava mit den grünen Schläuchen und die auch absolut winterhart. Wie gesagt, Kanada, da ist nochmal eine ganze Ecke kälter als bei uns. Also genau das Richtige für den Teich. Jetzt haben wir hier auch noch so ein paar Hybriden vorbereitet, weil gerade die weißen Sarracenia leucophylla, die gefallen natürlich immer sehr gut, geben auch einen tollen Kontrast und sieht im Teich auch super aus. Aber Leucophylla, die kommen halt alle so aus den südlichen Staaten, Florida, Alabama. Deswegen sind die eben leider nicht so robust. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Hybride mit dieser Oreophylla. Deswegen ist diese wieder sehr winterhart, auch sehr robust, kann auch in den Teich eingebracht werden. Oder die große hier, das ist auch eine Hybride zwischen Oreophylla und Leucophylla. Die geht jetzt halt ein bisschen mehr ins Rötliche, aber sowas ist dann auch wieder sehr robust. Oder hier haben wir noch eine Alata mit Oreophylla gekreuzt. Die hat so ganz dunkle Schläuche, auch sehr winterhart und auch super schön für den Teich geeignet. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sarracenia, die ihr alle einbringen könnt. Am einfachsten findet ihr die bei uns im Shop, wenn ihr den Filter benutzt, den wirklich einfach auf Moorbeet oder auf Teich einstellen. Und dann werden euch alle winterharten Sachen angezeigt. Und die könnt ihr ganz problemlos einbringen. Und die sind auf jeden Fall alle sehr winterhart. Dann wollen wir mal einen Blick nach unten werfen. Jetzt kommen wir mal eher so auf die kleineren Pflanzen. Fangen wir vielleicht hier vorne mit den Sonnentau an, weil es gibt ja ganz viele Sonnentau, die man einbringen kann, die alle winterhart sind. Wir haben hier das wahrscheinlich so der bekannteste, Drosera rotundifolia, der rundblättrige Sonnentau. Der ist ja einheimisch hier in Deutschland, Europa. Der kommt auf der ganzen Nordhalbkugel vor, extrem winterhart. Drosera intermedia, der bevorzugt eh sehr nasse Stellen, also genau das Richtige für den Teich. Wenn wir dann eins weitergehen, haben wir hier Drosera hybrida, hier den ganz großen aus Nordamerika, Drosera filiformis. Der wird halt am größten, das sieht man am meisten. Hier hätten wir noch Drosera anglica. Es gibt auch noch ein paar mehr. Aber da am besten auch einfach den Filter bei uns im Shop benutzen und da könnt ihr euch die ganzen winterharten Sonnentau auch rausfiltern. Dann gibt es jede Menge Begleitpflanzen, die man einbringen kann und die Begleitpflanzen, die peppen das Ganze so ein bisschen auf, die lockern auf, die bringen da ein bisschen mehr Abwechslung rein. Es gibt auch viele Immergrüne, wie zum Beispiel hier diese Moornelke, Helonia spulata, macht im Frühjahr riesen Blütenstand. Der erinnert so ein bisschen an eine Hyazinthe, duftet auch nach einer Hyazinthe, sieht super aus. Dann hätten wir hier eine Cranberry, die man einbringen kann. Gerade wenn man einen größeren Teich hat, kann sich die ideal so am Rand ein bisschen langziehen, kann man dann auch viele Früchte ernten. Dann haben wir hier eine Moosbeere, die ist ja heimisch hier in Europa.
Wir haben hier Pogonia, das ist eine Moororchidee, die blüht dann sehr hübsch, gerade so Juni ist da so die Blütezeit dann. Und Wollgras kann man natürlich mit einbringen. Beim Wollgras würde ich aber immer empfehlen, eins zu nehmen, das horstbildend ist, das dann also wirklich so als Horst zusammenbleibt, weil es gibt auch ausläuferbildendes Wollgras, das zieht sich dann so durch den ganzen Teich und dann habt ihr innerhalb von 2 Jahren den ganzen Teich nur noch mit Wollgras voll. Deswegen auf jeden Fall das horstbildende nehmen. Hier haben wir noch zum Beispiel Andromeda, das ist die Rosmarinheide, kann auch ein bisschen größer werden. Grundsätzlich ist es aber kein Problem. Ihr könnt alle Pflanzen, also grundsätzlich immer alles, was zu groß wird, einfach zurückschneiden, einkürzen, ist gar kein Problem. Und letztendlich können wir natürlich auch Venusfliegenfallen einbringen. Die kommen auch aus North Carolina, sind dementsprechend auch voll winterhart. Da gibt es jetzt verschiedene Formen. Es gibt welche, die nach oben wachsen. Es gibt ganz grüne Formen, es gibt flache Formen, rote Formen. Es ist völlig egal, welche ihr nehmt. Das, was euch am besten gefällt. Ich habe gerade schon gesagt, die sind voll winterhart. Das ist auch gar kein Problem, wenn die da im Winter im Eis eingefroren sind. Das gefällt denen. Wo die aber ein Problem haben, weil in North Carolina sind die Winter nicht ganz so lang wie bei uns. Das heißt, im Februar ist dort der Winter schon vorbei. Dann fangen die schon wieder an auszutreiben. Bei uns ist es eben auch so, wenn es im März schon sehr warm ist, können die schon anfangen auszutreiben. Wenn dann aber nochmal ein Spätfrost kommt, so im April, Mai, der dann über den Frischaustrieb drüber geht, kann es passieren, dass sie daraufhin kaputt geht. Muss nicht sein, kann passieren. Ich will es nur noch mal schon mal gesagt haben. Aber grundsätzlich die Pflanze an sich winterhart. Wenn die im Wintermodus ist, eingefroren ist, alles kein Problem. Das jetzt einfach mal so eine kleine Auswahl, was man alles machen kann. Die kriegt man jetzt natürlich nicht alle in diesen Kübel rein. Also wie gesagt, immer nach Kübelgröße auch dann so ein bisschen die Pflanzen auswählen. Hier in so einen kleinen machen wir nur eine rein. Hier, da könnte man jetzt 4, 5, 6, also gerade wenn es kleinere sind, passen auch mehr rein. Aber im Endeffekt ist es ähnlich wie bei einem Moorkübel, wo man einfach eine kleine Zusammenstellung machen, bloß dass es halt nachher im Teich kultiviert wird. Wenn wir uns also für die richtige Pflanzenauswahl entschieden haben, dann geht's ans Bepflanzen. Torf haben wir schon drin. Vielleicht noch mal kurz an dieser Stelle der Hinweis, wir nehmen hier auch keine Karnivorenerde, sondern wirklich nur den reinen Torf, weil Karnivorenerde ist ja immer eine Mischung, da ist auch viel Perlite drin, also dieses Weiße, und das schwimmt euch sonst immer nach oben im Teich. Das sieht ja blöd aus, das wollen wir nicht haben. Deswegen nur reinen Weißtorf einbringen. Ich habe jetzt hier schon mal eine kleine Zusammenstellung gemacht. Wir fangen vielleicht mal mit der Sarazenia an. Das hier ist einfach so eine bunte Hybride, die hat mir aber ganz gut gefallen, so mit diesem Rot. Die wird auch nicht so hoch, ist nur so eine halbhohe. Und die pflanzen wir jetzt eher so ein bisschen nach hinten rein, weil wir bauen das Ganze ja natürlich auch wieder wie so ein Moorkübel auf oder genauso wie Moorkübel, dass wir so die hohen Sachen nach hinten setzen und die niedrigen Sachen nach vorne. Und die machen wir jetzt hier, so sieht es doch toll aus. Dann haben wir weiterhin, habe ich mich für eine Pogonia entschieden, also für diese Moororchidee. Die machen wir mal hier so ein bisschen in die Mitte rein. Und die wächst ja dann unterirdisch. Man sieht es hier vielleicht ganz schön. Das ist dieses unterirdisch kriechende Rhizom. Und es zieht sich dann hier durch den ganzen Kübel durch. Und dann kommen so alle paar Zentimeter immer so ein grünes Blatt raus. Und die blüht dann eben, wie gesagt, ganz hübsch, so im Juni hauptsächlich. Wir machen rein einen Sonnentau. Der darf natürlich nicht fehlen. Das hier ist Drosera hybrida. Ist so ein halbhoher Sonnentau. Und den pflanzen wir auch hier mit rein. Und ihr seht, es ist kinderleicht. Wir machen ein kleines Löchchen, drücken dann die Pflanzen rein, drücken es ganz leicht an und das war es auch schon. Hier haben wir jetzt eine kleine Moosbeere. Die machen wir mal hier so mit an die Seite rein. Die kann sich dann da so ein bisschen durchziehen. Die wächst sicherlich auch drüber hinaus, wächst auch so ein bisschen durch den Teich durch. Ist aber gar nicht schlimm, das sieht ja ganz nett aus und integriert dann nachher alles so ein bisschen. Jetzt haben wir hier noch eine Venusfliegenfalle, die darf natürlich nicht fehlen. Die hat schöne rote Fallen, ja, ein paar sind jetzt natürlich geschlossen, aber die öffnen sich dann wieder. Und die machen wir hier nach vorne hin, dass man die auch von vorne dann schön sehen kann. So, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man ein bisschen gröber mit den Pflanzen umgeht, das macht denen gar nichts aus. Und jetzt haben wir noch zum Schluss einen Sonnentau, den rundblättrigen Sonnentau, Drosera rotundifolia. Guck mal, da haben wir noch genau einen Platz hier vorne frei und da kommt der jetzt mit rein. So. Das sieht doch richtig hübsch aus schon. Und damit es noch hübscher wird, kommt jetzt noch dieses Moos hier zum Einsatz. Habt ihr bestimmt schon hier rumliegen sehen die ganze Zeit. Das ist Torfmoos. Also bitte kein Moos
aus dem Garten verwenden oder anderes Moos. Es geht wirklich nur das reine Torfmoos, Sphagnum, weil mit diesem Moos können die Pflanzen alle mitwachsen. Also das ist quasi das Moos, was im Moor wächst und dort auch für das Moorwachstum, für das Höhenwachstum verantwortlich ist, das den Boden ansäuert. Sehr wichtig. Und da in dem Moos können die Pflanzen eben mitwachsen, weil es sehr locker ist und einfach das Moos ist, mit dem die Pflanzen in der Natur wachsen. Wenn man jetzt was aus dem Garten, aus dem Wald nimmt, würde es sicherlich auch wachsen, aber das würde euch alles überwachsen und da können die Pflanzen nicht mitwachsen und dann verschwinden die. Deswegen bitte nur Torfmoos nehmen. Dazu nehmen wir jetzt einfach eine Pinzette und dann nehmen wir hier einfach so kleine Büschelchen immer, guck mal hier so, und die tun wir jetzt einfach hier so mit der Pinzette ein bisschen reindrücken. Das ist immer ganz wichtig, dass die im Torf drinnen sind, damit die halt direkten Kontakt haben, das Wasser ziehen können, weil Torfmoos mag es natürlich immer sehr feucht. Und nur so werden die dann optimal mit der Feuchtigkeit versorgt. Und das Moos wächst dann auch so ein bisschen in die Höhe, wächst auch vor allem über diesen Rand hier nachher drüber. Und dann sieht man diesen Teichpflanzenkorb absolut gar nicht mehr. Und es sieht halt einfach so wie so eine kleine grüne Insel aus. Auf jeden Fall sehr hübsch. Wenn ihr das Moos jetzt nicht habt, ist jetzt nicht schlimm. Man kann das natürlich auch ohne Moos anlegen oder das Moos nachträglich noch ergänzen. Das geht sowieso immer. Also man kann hier Pflanzen jederzeit noch ergänzen, wenn man jetzt nicht alles gleich hat oder vielleicht das Budget ein bisschen kleiner ist und man einfach nur mal mit ein, zwei Pflanzen anfangen will. Und ist gar kein Problem. Da kann man jederzeit erweitern oder auch, wenn es zu viel wird, einfach ein bisschen rausnehmen. So, und dann haben wir es doch schon geschafft. Sieht doch klasse aus. So. Und das Moos wächst jetzt alles ein. Das dauert jetzt ein paar Wochen, aber dann ist hier nachher auch gar nichts mehr vom Torf zu sehen. Wir haben wirklich so eine kleine grüne Insel, wo die Pflanzen drin rauskommen. Und ich finde es richtig geil. So, und das wollen wir jetzt aber in den Teich einbringen. Und da erkläre ich euch noch, wie man es richtig einbringt, was man vielleicht dabei beachten sollte und auch noch ein bisschen ein paar Pflegetipps. Bis gleich am Teich. Am Teich ist natürlich wichtig, dass wir hier ein sonniges Fleckchen haben, weil als Moorpflanzen wollen die es von unten natürlich immer nass, aber die Pflanzen selber schön in der Sonne sein. Ich habe jetzt hier dieses Plätzchen hier rausgesucht und es kommt immer so ein bisschen auf die Beschaffenheit vom Ufer an. Hier ist es jetzt relativ steil abfallend und wir haben hier alles mit so Kies. Da kann man so ein bisschen so drapieren, wo man es dann draufstellen kann. Wenn man jetzt ein schön auslaufendes Ufer hat, kann man es da auch direkt reinbringen oder vielleicht noch ein bisschen mit Wurzeln oder so dekorieren, ist auch immer ganz nett. Vom Einbringen her ist es jetzt so, Moorpflanzen, die wollen es ja immer nass haben, deswegen darf dieser Korb nie trocken fallen. Das heißt, absolutes Minimum am Wasserstand ist halt wirklich hier unten, ich sage mal so ein Zentimeter, und es darf wirklich bis maximal hier zur Oberkante im Wasser sein und die Pflanzen selber aber immer über der Wasseroberfläche, weil ja jetzt der Teich immer ein bisschen schwankend ist von dem Wasserstand her. Im Sommer verdunstet viel, wenn es viel regnet, gegen Herbst, Winter, dann ist der Wasserstand immer höher. Deswegen muss man den Korb halt so einbringen, dass der Wasserstand irgendwo zwischen Minimum und Maximum ist. Also wenn der Teich sein Maximum erreicht hat, dann sollten die Pflanzen immer noch über der Wasseroberfläche sein. Und dann, ja, hier haben wir jetzt hier so ein kleines Beet drapiert, sage ich mal, die Steine so entsprechend hin, wo wir den Korb jetzt einfach draufstellen können. Und wir haben jetzt hier quasi so die maximale Höhe, das ist der maximale Wasserstand hier. Der Korb guckt jetzt hier noch so, sagen wir so ein Zentimeter bisschen raus. Ist jetzt gar nicht schlimm, weil wir haben ja das Moos eingebracht, das wird nachher drüber hinaus wachsen. Die Seitenbepflanzung kommt hier so ein bisschen ran und dann ist es nachher voll integriert. Und so kann es jetzt aber das ganze Jahr im Teich drin bleiben. Ich habe ja hier noch den kleinen mit der Sarazenia purpurea, den kann man vielleicht hier noch nebendran einbringen. So. Und dann kann es das ganze Jahr im Teich drin bleiben und man hat immer Freude dran. Ich sage jetzt ganz ehrlich, hier haben wir jetzt das hohe Schilf, da wird es natürlich schöner aussehen, wenn man hohe Pflanzen hat, weil das einfach ein bisschen mehr hermacht. Hier, wenn man nur so eine niedrige Vegetation hat, dann kommt man mit so einem kleinen Bewuchs auf jeden Fall schön zurecht und ist halt immer auch nett, wenn man so ein bisschen die Farben unterschiedlich hat. Wir haben jetzt hier grün, dann passt halt das Rot so als starker Kontrast dazu, sticht so ein bisschen heraus. Und wenn alles so ein bisschen eingewachsen ist, dann ist es ein absoluter Blickfang am Teich.
Was die Pflege angeht, ist so eine Insel natürlich super einfach, weil wir natürlich nie gießen müssen. Sonne haben wir hier auch immer ausreichend. Das Einzige, was man wirklich machen muss, ist, wenn die Schläuche, die werden ja gegen Herbst, werden die braun, alles zieht sich so in Winterruhe zurück und dann sollte man im Frühjahr einen kleinen Rückschnitt machen. Ich würde es wirklich erst im Frühjahr machen, weil das alte Laub ist dann einfach noch so ein bisschen wie Winterschutz, schützt einfach ein bisschen besser über den Winter und dann schneidet man es im Frühjahr einfach unten ab. Die Pflanzen treiben wieder neu aus. Auch nicht wundern, der Sonnentau zum Beispiel zieht sich komplett zurück. Das sieht man im Winter gar nichts. Das ist nur noch so ein kleines Mini-Hibernakel, das dann im Frühjahr wieder neu austreibt. Aber es kommt alles wieder zuverlässig wieder. Und man muss jetzt hier auch keine Angst haben, dass die Fische gefressen werden, wenn man jetzt Fische im Teich hat, so wie hier. Da schwimmen ein paar Kois rum, Goldfische, ganz viele Babys und so. Also die werden von den Pflanzen natürlich nicht gefressen. Sollten die Fische da mal je dran rumknabbern. Die Pflanzen sind auch nicht giftig, also da muss man auch keine Angst haben. Und sonst ist es auf jeden Fall ein sehr schöner Blickfang am Teich und sehr einfach auch zum Nachmachen natürlich. Deswegen könnt ihr jetzt daheim alles nachbauen, wenn ihr so einen Teich habt. Wenn ihr keinen Teich habt, ist es auch gar nicht schlimm, weil viele haben ja auch nur so ein kleines Wasserbecken daheim, irgendwie so eine alte Zinkwanne oder irgendwie so ein Holzbottich, wo so ein bisschen Wasser drin ist. Kann man so einen Korb natürlich auch einbringen. Dann am besten zwei Backsteine drunter legen, dass der eben entsprechend hochkommt und oben so ein bisschen über der Wasseroberfläche ist. Und dann, wenn der Trog in der Sonne steht, hat man auch das ideale Plätzchen. Vielleicht noch ein Thema mit Nährstoffe im Teich, weil im Teich, also hier sind jetzt Fische drin, da ist der Nährstoffgehalt durchaus immer ein bisschen höher. Natürlich hat man hier eine riesengroße Seerose, ein bisschen Randbepflanzung, die ziehen ja alle Nährstoffe raus. Aber man kann es nicht vermeiden, dass hier auch immer an die Pflanzen ein bisschen Nährstoffe hinkommen. Ist aber gar nicht schlimm, ist einfach wie Dünger, dann wachsen die einfach nur noch ein bisschen schneller. Und wir haben ja auch immer durch den Regen viel Wasseraustausch, wenn es dann reinregnet. Deswegen, es sind wirklich sehr gute Bedingungen am Teich und es funktioniert auch einwandfrei, wo man viele Jahre Freude dran hat. Eine andere Möglichkeit, wie man Carnivoren im Teich integrieren kann, das wäre zum Beispiel mit einer schwimmenden Insel. Das haben wir euch schon mal vorgestellt im Video Nummer 45, ist aber jetzt ganz am Ende nochmal verlinkt, könnt ihr einfach draufklicken, ist vielleicht auch nochmal eine tolle Idee. Ansonsten baut es gerne nach, setzt es in euren Teich oder euren Wasserdruck, ihr werdet sehr viel Freude damit haben und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Matze. Ciao!